Anzeichen, dass dein Hund nicht mehr gestreichelt werden möchte. Ich wette, Nummer 5 kanntest du noch nicht. Dein Hund zieht sich zurück. Wenn du ihn streicheln möchtest und dein Hund versucht sich zu entziehen oder dreht seinen Kopf weg, respektiere bitte seine Grenzen. Das Einfrieren. Wenn du mit deinem Hund schmust oder ihn streichelst und er auf einmal aufhört sich zu bewegen, dann kann es ein Anzeichen sein, dass dein Hund nicht mehr gestreichelt werden möchte. Dir hat das Video schon bis hierhin gefallen? Dann zeige es mir gerne mit einem Herz und folge mir jetzt gerne. Dein Hund sucht aktiv Distanz. Dein Hund entfernt sich von dir oder sucht einen anderen Ort, an dem er sich wohlfühlt. Respektiere seinen Raum und gib ihm seine Freiheit, damit er sich zurückziehen kann. Luft anhalten. Du streichelst jetzt deinen Hund und plötzlich hält er die Luft an, dann solltest du ihn eine Zeit lang in Ruhe lassen. Zeige unbedingt Respekt für die Bedürfnisse deines Hundes. Starkes Hecheln. Starkes Hecheln ist ein Anzeichen für Unruhe und Stress. Wenn dein Hund nicht gestreichelt werden möchte, kann es Stress auslösen bei deinem Hund. Wenn du Fragen hast oder noch mehr Anzeichen kennst, dass dein Hund nicht mehr gestreichelt werden möchte, dann hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Gemeinsam schaffen wir eine liebevolle und verständnisvolle Beziehung zu unseren vier Meinungen. Deswegen teile dieses Video auch gerne mit anderen Hundebesitzern.